Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Das DDG setzt den Digital-Service-Akt der EU jetzt um, Internetzensur EU-weit. Die Ampel hat entschieden, dass für diese Zensur die Bundesnetzagentur zuständig ist und sie koordiniert. Kein Witz, die Behörde, die bisher die Leitung und den Wettbewerb im Gas- und Stromnetz geregelt hat, ist jetzt auch für Online-Zensur zuständig, anstatt das Bundesjustizministerium beispielsweise. An der Spitze steht Klaus Müller, ehemaliger grüner Minister aus Schleswig-Holstein, genauso wie sein grüner Chef Robert Habeck, grüner Klüngel. Und noch bevor das Gesetz überhaupt in Kraft ist, droht Herr Müller offen aus Januar 24, Zitat: Wenn ich jemanden das zweite oder dritte Mal erwische, da muss ich mit aller Deutlichkeit sagen, dann hat der Digital-Service-Akt sehr scharfe Zähne. Die Drohung ist nicht aus der Luft gegriffen. Herr Müller bzw. die Koordinierungsstelle bei der Bundesnetzagentur kann Zwangsgelder verhängen gegen Online-Plattformen, die nicht genug zensieren. 6% des weltweiten Tagesumsatzes, Millionen US-Dollar Strafe ohne Gerichtssack verhängt. Ergo, die Plattformen werden zensieren, und die grüne Koordinierungsstelle wird keinen Zweifel daran aufkommen lassen, was zu zensieren ist. Für die eine brutale Löschpraxis der Plattform reicht diese Gefahr millionenschwerer Strafen aus. Die Koordinierungsstelle darf aber noch viel mehr, was in einem Rechtsstaat nur Justiz oder Polizei dürfen: Ermittlungen führen und Beweise erheben, Zeugen verhören, Zeugeneinvernahmen protokollieren, Geschäftsräume durchsuchen, ohne richterliche Anordnung Eigentum beschlagnahmen, bis zu 3 Tage ohne richterliche Bestätigung. Und zur Unterstützung darf die Koordinierungsstelle zivilrechtliche Organisationen zu sogenannten vertrauenswürdigen Hinweisgebern ernennen. Deren Zensurhinweise sind dann bevorzugt umzusetzen. Wir wissen alle, wer das ist. Stasi, Kahane kommt vor Lachen nicht mehr in den Schlaf. Diese Armee linker Online-Denunzianten soll das Netz nach missliebigen Meinungen durchforsten und melden. Und die Daten der Menschen mit falscher Meinung werden dann weitergegeben an das BKA. Dieses Gesetz ebnet den Weg in den digitalen Polizeistaat. Dafür rüstet die Ampel das BKA jetzt massiv auf. Geld ist ja da, aber nicht zur Bekämpfung organisierter Kriminalität oder Clans oder Terrorismus, sondern um Meinungsäußerungen im Internet zu verfolgen. Die Zahl der Beamten in der Meldestelle soll von heute 39 auf 450 verzehnfacht werden. Und das BKA gibt an, auf Seite 63 der Vorlage, Herr Kollege Mordhorst, dass die Zahl der Prüffälle von 6.000 auf 720.000 sich mehr als verhundertfachen wird. Die übergroße Mehrzahl der Prüffälle wird unbescholtene Bürger treffen, die von der linksgrünen Online-Stasi denunziert werden. Wer auf Facebook über Habecks Wärmepumpe schwimmt, ist schwupp Prüffall beim BKA. Hunderte BKA-Beamte müssen sich damit beschäftigen. Sie nutzen diese Vorlage aus Brüssel für ihren ideologischen Kampf gegen alles und jeden, der nicht links ist. Je stärker ihr Rückhalt in der Bevölkerung schwindet, umso stärker setzt die Ampel auf Überwachung, Einschüchterung und Repression. Siehe Demokratiefördergesetz. Dieser Staat hat jedes Maß verloren, schreibt die NZZ. Sie schaffen mit der Koordinierungsstelle eine von grünen Spezies gesteuerte Zensurbehörde und schreiben stolz, sie ist völlig unabhängig, heißt also ohne jede demokratische Kontrolle. Dieses Zensurmonster gehört in keine Demokratie. Deswegen werden alle Demokraten diesen Anschlag auf unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung heute ablehnen. Vielen Dank.